Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wir stehen hier noch in diesem Wolfshöhlen-Dingsgebilde herum, ne? Wir spielen noch Rache heiß serviert. Die Mission ist, gestaltet sich als ziemlich knackig. Da ist stand schwierig dran und ist auch schwierig drin. Wir hauen jetzt trotzdem hier die Werwölfe ein bisschen kaputt. Wir müssen jetzt hier als letzten Quest-Step in diese Höhle hinein. Und das machen wir auch. Und die wird halt bewacht hier von diesem Höhlen-Alpha. Und deswegen, ja, machen wir das hier mal. Schleichen wir uns hier ran, den machen wir kaputt. Ne, 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 ne. Und da drin ist auch noch eine Lore, wie man unschwer erkennen kann, ne? Die Lore wollen wir natürlich auch. Nur wegen der Lore bin ich ja überhaupt eigentlich hierher gekommen. Ach ja. Ja. So. So, und Pilze müssen wir auch noch sammeln. Wir haben nämlich so einen toten Feen-Dings hier gefunden. Und der hatte eine Tasche dabei. Und da war halt so Kräuterzeug drin und eine Zeichnung. Und der wollte hier wohl auch noch Pilze sammeln und die zu Kokovea bringen. Und weil wir ein gutherziger Mensch sind, machen wir das. So. Den Verschmutzer, infizierte Hüllmutter und den Verschmutzer vernichten. Ach genau, und die hingen irgendwie miteinander zusammen und ich weiß gar nicht mehr wie. Hahaha. Wir nehmen jetzt erstmal die Lore mit. Der Schmutz, ja, das passt hier. Oha. So, den Verschmutzer sollen wir vernichten. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was hat er denn? Eilfertigkeit, Blutdurst, Albtraum, immun gegen beeinträchtigt, tierische Wildheit, also höhere Crit-Chance. Ich weiß nicht mehr, was man. Die hingen irgendwie miteinander zusammen und ich weiß nicht mehr, wie und was und überhaupt. Wir probieren das jetzt hier mal mit der komischen Höhlenmutter, fangen wir an. Wir bleiben hier nach Möglichkeit nicht im Schmutz stehen, sondern ziehen sie uns hier mal raus und gucken mal, ob das so funktioniert dann. Wenn das nicht funktioniert in dieser Reihenfolge, müssen wir es andersrum dann nochmal probieren. Aber ich, wie gesagt, ich weiß das echt nicht mehr. Das ist halt schon eine Weile her, dass ich die das letzte Mal gemacht habe, die Mission. Ich weiß nur, das hing irgendwie ganz komisch miteinander zusammen hier. So. Okay. Einwandfrei, guck mal. Ja. Brüll doch hier nicht rum. Und das ist also die Mutti. Das ist Mutti. Mutti aus der Höhle ist das nämlich. Ah, Schmutzaustreibung, ja. Das haben wir doch gleich mal unterbrochen hier. So, voilà. Okay, so. Na, 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 na. So, damit hätten wir Mutti schon mal tot. Guck mal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Verschmutzer tot machen und das nach Möglichkeit, ohne dass wir uns zu Tode dotten. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir das über Fernkampf machen müssen auch, ne? Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, wie der Dot sich gestaltet, ne? Oh Gott, der hat 16k, hat der komische Verschmutzer hier. Da kann ich natürlich auch lange kaputt machen, ne? Naja, gut, wir probieren aus hier. Ne, sieht aber, noch sieht's ganz gut aus, ne? Er darf nur die Mutti nicht respawnen. Okay. Der Dot ist auf 4, alles klar. Okay, auf 5. Ja, aber das ist ja auszuhalten, das geht ja. Okay. So. Okay. Stirb doch, du Verschmutzer. Oh Gott. Einwandfrei. Wir haben auch den Verschmutzer getötet. Haben die Mission, siehst du, mal alleine geschafft? Das ist cool. Also das freut mich natürlich schon. Dann geben wir mal unseren Bericht noch ab. Das machen wir jetzt mal schnell, bevor wir dann Pilze sammeln. So, was haben wir denn? Und da fragen mich die Leute, warum ich noch Single bin. Sobald man anfängt, die Wahl des Urlaubsziels oder eigentlich alle Entscheidungen an den Wünschen anderer auszurichten, steigen die Chancen, sich die Finger zu verbrennen. Das Casino gewinnt immer, aber ich schweife ab. Kurz Zusammenfassung: Der Freund hatte ein Artefakt dabei, das er an Zolesko verkaufen wollte. Das Artefakt gehörte zu der Sorte, die vorsichtig gehandelt werden müssen und nicht in die Hände von Amateuren gehört.
Gute Entscheidung, es zu zerstören. Es zur Beobachtung und Untersuchung zurückzubringen, war das Risiko nicht wert, wenn Sie mich fragen. Zürn sieht das bestimmt anders, aber er hat schon seine Gründe, dass er seine Anweisung von mir erhält und nicht andersrum. Aber wissen Sie, was das Interessanteste an der ganzen Sache ist? Wer zum Teufel ist Adrian Solescu und warum handelt er mit schmutzverseuchten Artefakten? Ich dachte, das Monopol auf diesem Markt hätten die Phönizier. Zusatzinfo, in der U-Bahn von New York verschwinden jeden Tag mehr Menschen, als in einem ganzen Jahr von Werwölfen gebissen werden. Kirsten Gary. Ja, Mensch, das ist ja, danke für die Zusatzinfo, Kirsten. Ach, noch ein Heilsiegel. Ja, okay, da haben wir nochmal Pots. So, und jetzt, Pilze sammeln. Okay, machen wir das. Würde ich sagen, ne? Okay, wir brauchen noch Pilze. 3 Stück. Wir müssen ja sowieso hier raus. Ah, da ist doch einer. Guck mal. Den können wir doch mitnehmen. Ja, ja, schrei du Mann. So, wir müssen ja eh nach draußen. Und ich hoffe einfach, da werden wir... Da hinten ist auch noch ein Pilz. Da ist auch noch einer. Guck mal, wenn die Pat da... der Schmutz, der hört sich eklig an, ne? Mit den... Ist echt widerlich, so. So, dann fehlt noch einer. Dann nehmen wir den hier. Ah, ja. Ach ja, zieht. Ah, die haben die mich rangezogen, waren. Dann machen wir die noch kaputt. Dann können wir aber den Pilz in Ruhe mitnehmen. Dann passt das schon. So, lalalala, tralalala. Könnt ihr euch noch erinnern an die coole Pilzsammelquest in... Wo ist die? Savage Coast, ne? War die, glaube ich? Frühstück für Champions heißt sie. Die fand ich sehr grandios. Okay. So. So. Wo man da auf dem LSD-Trip durch die Gegend rennt. So. Jetzt sollen wir auch noch Seerosenblätter sammeln. Ja, nee, ist klar. Na klar, mach ich. Wollte ich sowieso. Ich habe ja gedacht, Mensch, wenn du Pilze gesammelt hast, dann gehst du noch eine Runde Seerosenblätter sammeln, weil ich finde das total toll. Das mache ich doch gern. So, komm her hier. So. Kommt her. Ja, was denn? Was denn, was denn, was denn, was denn, was denn? Jaut ihr hier rum? Ihr ollen Wölfis? Ja, so nun nicht, ne? Och Mensch, jetzt hör doch mal auf, Mensch. So. Gib mir den Loot und lass mich vorbei. So. Oh, bla. Okay, wo gibt's denn Seerosenblätter? Oh nein, guck mal. Ja. Der Ordensbruder, Mensch. Na gut, wir gehen jetzt hier mal hier entlang. Mit den komischen Ordensbrüdern geben wir uns mal jetzt nicht ab, war, glaube ich. Oh nein, ja, ich erinnere mich. Das Gebiet habe ich ja total vergessen. Kloster unserer Herren. So. Guck mal, ist das cool oder ist das cool? Jetzt sind wir hier nämlich... Wow. Ja, lass mich mal vorbei hier. Jetzt sind wir hier so verwandelt. Wenn man das Gebiet betritt, dann ist das so, ne? Das braucht man nämlich für eine Quest. So, aber wir wollen ja hier nicht... Ach, das sind schmutzverseuchte Faune. Wir wollen ja hier nicht in dem Kloster rumlaufen, sondern wir wollen ja hier Seerosenblätter einsammeln. 10 Stück an der Zahl. Also tun wir das. Ach Mist, das waren doch 3 Stück hier. Ah ja, hat auch 3 gezählt. Ich wollte gerade sagen, das war doch nicht nur 1. Okay, dann ist ja gut. Dann nehme ich alle Beschwerden zurück. Dann ist alles okidoki. Da sind nochmal 3. Da ist ein Faun. Ah, die hasse ich auch so, ey. So. Okay, dann fehlen jetzt noch 3. Hier ist 1. Nehmen wir das mal mit, wa? So. Okay, empfehlen jetzt noch 2 Seerosenblätter. Hier ist noch 1. So, und dann fehlt noch 1. Uno. Da. Sehr schön. So, und dann können wir die Kräuter schon wegbringen. Da ist das der nächste Mensch. Ist doch hervorragend. Dann mal auf. Auf, auf, auf. Durch das schöne Wasser und dann bringen wir ihr das. Ich wusste so, ich weiß sowieso nicht genau, ob die noch eine Mission hatte. Das wollte ich sowieso noch gucken. Dann kann ich das da ja gleich machen. Das ist ja perfekt. Siehst du.
Das ist doch cool. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die eine hat oder zwei. Na. Bei dem Vampirjäger ist noch eine Mission, die wir auf alle Fälle machen können. Die ich ja schon mal aufgenommen hatte, wo mein Mikro nicht an war. Ich Oles Kind. Und ja, Saha hat noch Preis der Magie, aber ganz ohne Scheiß, da weiß ich noch nicht, ob ich die machen werde. Ja, aber sie hat auch noch eine, siehste. Okay, dann haben wir die Kräuter doch abgegeben, siehste. Ist das denn nix? Ach, guck mal, da gibt's sogar auch ein Siegel. Ist ja geil. Okay, für so ein... Okay, das ist cool. Ja, dann machen wir das doch mal auf. Was sind drin für eins hier? Siegel der Raserei. Wenn sie 10 Treffer landen, verursachen sie 6 Sekunden lang 5% mehr Schaden. Okay, sehr cool. Also ich baue die jetzt halt noch nicht ein, aber ist ja nett zu haben. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich tatsächlich auch für diese Folge. Wir fangen bei der Kukuvea, bei der Mission, die sie jetzt noch hat. Eine hat sie ja noch. Fangen wir erst das nächste Mal an. Das ist nämlich auch eine längere Mission, die da auf uns wartet. Und die führt uns dann auch zu dem tollen Kloster. Dann können wir das nämlich ein bisschen... Wo ist denn der Händler hier? Dann können wir uns da in dem Kloster nämlich noch ein bisschen umgucken. Das ist nämlich, also das ist schon cool, ne? Also das muss man sagen, das ist schon wirklich richtig, richtig nett. Und freue ich mich, wenn ich euch das zeigen kann. Ach, der Händler war drin. Ja, ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sag bis dahin, ciao, ciao!